Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde. Jetzt willkommen zu einer neuen Folge. Nee, falsch. 911 Operator. Willkommen zurück in der Leitstelle. Oh, guck mal hier. Heute findet eine Massenveranstaltung statt. Das Musikfestival benötigt folgende Teams: 3 Polizeibeamte, 2 Sanitäter, 1 Feuerlöscher. Ist das denn nochmal das gleiche, ne? So. Halt, stopp. Der kann transportieren. Wie viele 3 Polizeibeamte brauchen wir da? Ja, dann schicken wir, weiß ich nicht, 2 Fahrzeuge oder ein Fahrzeug. Ja, dann schicken wir die hier. Nummer 5 dahin. Der ist natürlich ganz schön schnell und kann eintransportieren. Schicken wir Nummer 8 oder 9, 7, 8 oder 9 dahin. Und hier ist es eigentlich relativ, wen wir dahin schicken, ne? Können wir eigentlich Einheit Nummer 12 den besetzen? Genau. So, wir starten das nämlich jetzt nochmal neu scheinbar. Schicht 1 Schicht hatten wir? Nee. Also jetzt die 2. Schicht. Na, mal gucken. Wir haben auch noch 2000 Euro. Können wir die noch irgendwie ausgeben? Schöne Schrotflinte? Nee. Wir könnten noch Feuerlöscher kaufen. Aber nee, das lassen wir erstmal. Pfefferspray. Das ist gut. Das verteilen wir auf die Rettungswagen. 1, 2, da können wir 4 Stück kaufen, ne? 1, 2, 3, 4. So, Pfefferspray. Ach so. Kann doch nur Polizei. Ja gut, dann haben wir jetzt 4 Pfeffersprays. Kann man die auch wieder verkaufen? Nö. Ah, doch, tatsächlich. Kann ich verkaufen. Daher, dass die Polizisten ja alle... ja, die 5 Waffen verkaufe ich auch mal so, dass wir noch 2 haben. So, gut. Wir starten einfach mal. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Wahrscheinlich war das jetzt so, dass wir es nicht hinbekommen haben. So, Einheit 5. Kugelsichere Weste, Polizeihund. Jupp, da, nach da. Dann hätte ich gern dich, nach da. Und hier haben wir gesagt, die da hin, ne? Sind das die von da ganz hinten? Ja, halb so wild. Dann fahrt ihr bitte nach hier. So, ne? Sieht gut aus. Den schnellen lassen wir da. Den Heli könnten wir eigentlich auf diese Seite hier packen. Fahren wir nach da. Oder fliegt man nach da. So, dann sollte das passen. Ein Rettungswagen da, 2 hier. Gut, wir beginnen mal die Schicht. Mal sehen. So. Wir können natürlich auch auf Play drücken, denn es ist ein bisschen langsamer. Aber nee, wir lassen das mal so. Wenn es dann ein bisschen stressiger wird... Gucken wir mal. Wir können natürlich auch Meldungen nehmen. Das aufklappen und das hier. So, dass wir das dann so disponieren. So, was haben wir? Gehen wir direkt mal auf langsamer. So. 911, what's your emergency? We need help. Immediately. There's a young man lying on the shore. Riecht sich nicht. Okay, wo? Okay, where are you calling from? I'm at a... Zack. Haben Sie es gesehen? No, he was already here when I found him. Okay. Bei Bewusstsein? Okay, is he conscious? Go over to him. Touch his shoulder and ask him if he's okay. There's no reaction. He's not moving at all. Tell okay. Me, is he breathing? Wait. Yeah, yeah, he's breathing, but barely. Okay. Stabile Seitenlage. Him in what's called the recovery position. So that means on his side with the arm under his body extended over his head, so his head can rest on it. Leiten wir ihn mal schön an. On the upside of his body brought forward with the knee bent to keep his body from falling over. Keep your eyes on him and check him regularly. Help is on the way. Jo. Gut. Wir sind unterwegs. Hier sind wir auch. Ach, guck mal, da steht noch einer. Dann packen wir den doch lieber mal nach hier unten. Hier auch recht schneller, ne? So, machen wir mal ein bisschen flotter hier. Feuerwehr ist auch unterwegs. Aber theoretisch müssten die Retter reichen. Mal gucken. Wie viele Einheiten haben wir eigentlich? Ups. Oh, Hilfe. 2, 4, 5. Genau, 5. Einer ist da, also haben wir 4 da. Polizei. Rettungsdienst. Was ist das? Hauseinbruch. Okay. Stopp.
du hier hin. Ja, sobald die da sind, schicke ich den auch los, damit sie gleichzeitig ankommen. Und los. Ja, komm, hopp, 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 hopp. Ja gut, müsste passen. Gibt's eine Schießerei? Nö. So, nächste Meldung. Rettungsdienst. Ist der verstorben oder was? Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Habe ich gar nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Bewusstlosigkeit. Ja, Bewusstlosigkeit sind wir unterwegs. Ist auch gleich da. Die Bewusstlosigkeit. Und der Beschuss. 1-2, der kann 2 transportieren, müsste passen. Ist irgendwer verletzt? Nö. Schick. Okay. Ist da noch irgendwer? Einer muss. Ist noch. Ja, den holen wir mal. Ne, der. Du, einmal nach da drüben, bitte. Guti, noch eine neue Meldung. Da, was ist das? Gewalt in Familie, ja. Du einmal nach da. Du einmal. Gewalt in Familie. Ja, ein Täter bloß. Gut. Noch eine neue Meldung. Rettungsdienst. Ja komm, das geht doch, oder nicht? Ja. So, dann fährst du noch da. Ach guck mal, der ist schon behandelt. Dann kannst du wieder zurückfahren auf deine Seite. Oh, Hilfe. Hier hin? Läuft doch ganz gut, ne? Läuft doch ganz gut. So, was haben wir hier oben noch? Ja, Oma mit dem Musikfestival, das läuft auch, ne? Erledigt in 1000 Sekunden. Ach, guck mal. Warum habe ich zu wenig oder was? Hä? Eingegangen. 911, what's your emergency? Ist eine Schlange? Okay, wo? Where's the snake? Where are you calling from? Da oben. Yo. Beruhigen. Miss, calm down, please, don't panic. The snake might not be dangerous. Ja. Beschreiben. Dunkelbraun, unscheinbar. Harmlos. Giftig. That sounds like a cottonmouth. It's a venomous snake. They're very dangerous. His bite might cause tissue necrosis. Nekrose, also Abstell. Für alle, die es nicht wissen, Nekrosen. Langsam zurücktreten. Genau. Panic, just move calmly and quietly back and leave the snake alone, okay? Okay. We're moved away from it. Oh. Oh. Alter. Nein, das wollte ich gar nicht. So. Upsala. Schreibe ich mal kurz auf. Oh, neuer Einsatz. Wo haben wir den denn? Da. Du nach da. Du nach da. Den schicken wir später. Da und da. Du einmal noch da drüben, du einmal noch da. Hauptsache, die müssen da unten lang fahren? Achso, das ist auf der Autobahn. Ah, ich verstehe. Okay. Fahren wir erstmal nach da, bitte. Zwei möglich bewaffnet. Nach da. So, dann haben wir die Schlange scheinbar auch schon abgemeldet, abgedingst. 1, 1, 3. Ich muss da einmal kurz was aufschreiben. So. Hier, wird das denn jetzt auch abgearbeitet? Sind das denn zu wenig Leute oder was? Keine Ahnung. Hauptsache, Sicherheitsarbeit, das müssten doch die machen, oder nicht? So. Zack. Panikattacke. Ja, alles gut. Aber scheint. Ach nee, das ist wahrscheinlich über mehrere Tage hinweg das Festival. Weil sonst wären ja wahrscheinlich so ähnliche Einsätze wieder aufgetreten, oder nicht? Oder was? Was hier los? Alles gut. Alles gut. Läuft doch, läuft doch. Was haben wir hier? Unfall mit Fußgänger. Ja. Und vor allem mit Fußgänger, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie nicht sofort aggressiv reagieren. Putsch! Werden meine Sanitäter weggeklatscht. Alter. Ich glaub's aber! Einfach weggeklatscht. So, was haben wir denn noch alles offen? Musikfestival ist klar. Den Betrunkenen hier. Ach, da brauchen wir noch einen Retter. Kommt.
eingeht der Anruf? 911, what's your emergency? I've got someone here who's having a hard time trying to breathe. Okay. Wo? Where did it happen? We're in the gym. Turnhalle. Du fährst nach da und du fährst auch noch da. Adresse. Could you give me an address? Yes, of course. It's Okay, erstmal dahin. Wer? More specific. Who can't breathe? I don't know her. I was just walking by when she said she couldn't breathe. Okay, Alter. Okay, how old is she? I don't know. Mid-30s? What exactly was she doing? She just finished her cardio. Okay, Position. What is she doing right now? Is she standing? Is she sitting? Is she lying down? Okay, Kutscher sitzt ist gut. The tripod position. She should sit or stand leaning forward and then support her upper body with her hands on her knees. Okay, that sounds complicated. Ja, so kompliziert ist das gar nicht. Okay, sie schaffen das, sie schaffen das. Ich bin bei ihnen. Was ist hier los? Unfall mit Fußgänger. Fertig. Was denn? Does she take any medication? Does she have any chronic illnesses? Yes, she has asthma. Ah, okay, Asthmaanfall. Inhalator von her inhaler. It should be in a first aid kit or something personal in her bag. The inhaler, do you know what they look like? They're usually shaped like a big letter L, but it could be round as well. If you have to, help her use it, okay? Place it in her mouth between her teeth and press the plunger. Okay, I'll do that. But send someone here fast. Ja, ich schicke ihn jemand. Okay, das hat sie gar nicht mehr mitgekriegt. Guck mal, da ist auch schon die Feuerwehr. Schwer verletzt. So. Einmal nach hier drüben, bitte. Sorry. Oh, fuck. 5 Verdächtige. Nee, fahren wir erstmal nach da. Vandalen. So, das heißt... Du kommst nach hier, du fährst nach dort, du fährst nach dort. Somit habe ich denn alle auf einem Haufen. Ach, guck mal da unten. Fahren wir erstmal nach da. Ah, du fährst erstmal nach da. Du nach da, du nach da und dann kommt gleich noch Verstärkung ran. Vandalen. So. Du fährst mal bitte nach hier unten. Was ist das? Panikattacke. Ja, das Backup ist schon da. Oder kommt gleich, sagen wir es so. Rettungsdienst kommt aber von hier drüben. Das läuft doch gerade richtig gut, oder was? Haben wir hier einmal kurz den Heli? Was ist denn das? Angriff auf einen Fahrkartenkontrolleur. Eine Person. Gut, dann fahren wir einmal kurz du nach da. Ja, das ist, sind so viele Sekunden, dass das erst abgeschlossen wird, wenn die Schicht vorbei ist wahrscheinlich oder so. Na, werden wir sehen, wie das läuft. So, alles gut? Ja. Hauptsache eine Frau. Also, was er endet wird. Also gut, Entschuldigung, auch Frauen können aggressiv und gewalttätig sein. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen, dass sie das nicht können. Natürlich können die das. Frauen können auch Männer vergewaltigen, falls ihr es noch nicht wisst. Aber es 16 Einsätze erledigt hier. Kommen mir wesentlich mehr vor. Was eine Taktzahl hier, aber in der Schicht davor, also in der letzten Folge, war das ja denn doch noch um einiges mehr. So, noch eine neue Meldung. Feuerwehr. Und noch ein Retter. Einen und schnelleren da. Zack. Hobbygalobby. Du kannst wieder zurück zum Festival. Gut, du könntest eigentlich auch noch hier oben dich postieren. Obwohl, das hier ist, glaube ich, die Wache für die Autobahn, ne? Lassen wir das mal. Bleib mal da. So, noch eine neue Meldung. Du fährst nach dort und du fährst nach da. Gut. Epilepsieanfall und Bewusstlosigkeit. Was haben wir hier? Hallo? Gebäudebrand. Okay, alles gut. Kriegen wir hin. Die kümmern sich natürlich erstmal um die Umerlein. Das Umerlein. Kümmert sich auch einer ums Feuer? Nö, erstmal noch nicht. Ja, es ist natürlich wichtig, dass sie erstmal das Umerlein beschützen. So, Schicht ist auch schon wieder vorbei. Haben wir doch gut hingekriegt diesmal. Sind noch 2 Einsätze abzuarbeiten. Können wir auch mal ein bisschen schneller machen, weil sind wir alle Rettungskräfte unterwegs. So, jetzt kümmern die sich um das.
Sehr gut. Schick. Standing by, right away. Schick, schick, schick. Gut. Dann noch das Feuer löschen. Wie lange dauert das? 100 Sekunden noch. Ist ja gleich geschafft. Und dann haben wir die zweite Schicht in Miami auch erfolgreich überstanden. Tada! Huhuhuhuhuhu. Geil. Wie viel Geld haben wir gekriegt? Letzter Dienst. 53.000. Da können wir gleich schön shoppen gehen. So, haben wir alle gelöst? Alle gelöst. Was ist das meiste hier? Vandalen mit 4. Atemprobleme mit 4. Das war auch ein schöner Einsatz. Was haben wir hier? Was sind die Atemprobleme? Schlaganfall mit 4. Das sieht auch gut aus. 8 Gefangengenommene, 2 Strafzettel, 13 Einweisungen, keine Toten, sehr schön. Ein Ruf von 57. Yeah, Alter, es läuft, es läuft. Gut. Schick. Zurück. Du wurdest in die nächste Stadt befördert. Drücke OK, um fortzufahren. Ja, und das machen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin, haut rein und tschüssi.